Herzlich willkommen zu einem neuen Blick. Es ist wieder einmal schön, immer wenn ich beschließe, dass ich zu euch reden will, dann ja, scheint die Sonne. Und wenn nicht, dann ist es irgendwie der falsche Moment. Ja, lasst uns heute über Schnittstellen sprechen, beziehungsweise das Geschehen aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Und wie ich oft betont habe, ist ja einer der Blickwinkel, dass wir uns das Geschehen im Außen anschauen, damit wir es einordnen können. Denn das Geschehen im Außen können wir nicht ausblenden, so sehr wir das versuchen, so sehr wir irgendwie, wir können es teilweise, also wir können am Land leben und sagen, ja, ich schaue mir keine Nachrichten an oder so, aber dann begegnet dir beim Bäcker irgendjemand. Oder die Frage ist, ist es überhaupt so gut, wenn du es vollkommen ausblendest? Weil, wie ich ja im letzten Blick gesagt habe, dann erwischt es dich kalt, wenn du etwas ausblendest. Ja, also auf der einen Seite geht es um diesen Blick nach außen und das einzuordnen, das Geschehen im Außen. Und ja, es nähert sich immer mehr. Nicht umsonst ging es schon in meinem letzten Blick um diese Schnittstelle, dass das, was wir da in unseren Dreierrunden machen, und das, was ich hier mache, es lässt sich nicht mehr ordentlich sauber trennen. Es hat Einfluss aufeinander. Wir kommen der Schnittstelle näher oder aber wir sind an der Schnittstelle. Also ein russischer Analytiker hat das, ich fand das sehr bezeichnend, das, was da mit dieser Pipeline passiert ist, habe ich mit der Lusitania verglichen und dieser russische Analyst hat es mit der Ermordung vom Thronfolger verglichen. Und jetzt geht es nicht um das, was an sich passiert ist, weil, wie wir alle wissen, ist nie das passiert, was man uns verkauft, was passiert ist. Es geht darum, was es in der Weltbevölkerung oder auf der politischen Arena und in jedem Einzelnen bewirkt. Es kommt also nur darauf an, wie wird es verkauft, beziehungsweise wie verstehen die dahinterliegenden das, was passiert. Also sprich, was ich damit sagen will, ist, ich gehe davon aus, dass sämtliche Staaten, Politiker, Staatsträger oder wie ihr das jetzt bezeichnen wollt, genau wissen, was passiert ist. Und auf der anderen Seite wird uns etwas verkauft, was passiert ist. Aber es ist so wie eine Art, ich habe es ja auch im letzten schon beschrieben, ne, wie so eine Art unterirdisch oder ja, die Pipeline ist ja auch sehr symbolisch. Ne? Teilweise ist es unterirdisch, teilweise nur unterhalb der Oberfläche. Es wird nach oben geholt, es wird sichtbar. Das heißt also, wir können vielleicht noch die Detonation leugnen und sagen, das betrifft mich nicht, aber sie wird ankommen. Und dieser russische Analyst, das habe ich auch im Dreiergespräch gesagt, hat gesagt, es wird nichts mehr sein wie vorher. Es ist nicht mehr rückgängig machbar. Das heißt, ab jetzt sind wir in einem Strudel, wo die Ereignisse sich immer mehr selber voranpushen und jeder darin sich befindet und von daher getrieben ist. So. Warum sage ich euch das jetzt, wo ihr sagen werdet, oh, ich habe mich auf einen entspannten Blick eingestellt und jetzt kommt die und macht mich hier ganz girre. ja, ich will euch natürlich nicht girre machen. Ich will euch nicht girre machen, nur wenn ihr meinen letzten Blick gesehen habt, habe ich ja darauf hingewiesen, dass wenn ihr euch nicht vorbereitet, dann, ja, dann werdet ihr kalt erwischt und das ist mit Sicherheit unangenehm und das habe ich ja selber erlebt. Für diejenigen, die sich jetzt fragen, was war da vor 6 Jahren, ich habe es nie irgendwie genau, ja, was war da? Nun, das war mein persönlicher Super-GAU, mein 9-11 oder wie ihr das bezeichnen wollt. Das ist auch nicht wichtig. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Vielleicht haben es manche in Ansätzen erlebt und manche stärker oder wie auch immer. Etwas, was auf jeden Fall bewirkt, dass dein ganzes Weltbild in Trümmern vor dir liegt. Ja, und dass du merkst, dass du auf Sand gebaut hast. Ja, aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Tatsächlich möchte ich mich einem prekären Thema widmen. Und ich könnte die Überschrift wählen und vielleicht wird das dann auch die Überschrift der Feind im Inneren. Weil ja, es ist eine Geschichte, sich nach außen den Blick zu wenden und zu schauen, was ist da draußen und das zu analysieren, wie wir das in unseren Dreierrunden machen. Es ist viel, viel schwieriger, das Geschehen im Inneren sorgfältig und sauber auseinander zu klamüsern und zu analysieren. Das ist, was ich jeden Mittwoch in diesem Workshop mache. Wir haben uns in den ersten, ich glaube, 9 oder was Sitzungen nur damit beschäftigt, wer sitzt in unserem Inneren, wer ist in unserem Königreich, wer sitzt als Parasit, als Vampir in unserem Haus und ist nicht erwünscht und ist nicht förderlich und ist nicht für das Leben.
wie tarnt er sich? Denn hier geht es nicht nur um Elemente, ja, um Wesen, wie ihr das jetzt benennen wollt, die hier unter dem Radar irgendwo als Parasiten ihr Dasein fristen. Hier geht es auch um Elemente, die tatsächlich das Ruder in die Hand genommen haben, die uns steuern, entweder aus dem Hintergrund oder ganz offensichtlich. Das heißt also um Elemente, mit denen wir uns identifizieren, zu denen wir sagen, ich bin. Und das mache ich jeden Mittwoch. Und solltet ihr euch da noch einschreiben wollen, würdet ihr die Aufzeichnungen von allen bisherigen erhalten. Und ab Weihnachten gibt es dann eine neue Runde, wo es eher um die Beziehungen im Außen gehen wird. So, aber in diesem ersten halben Jahr geht es um die Beziehung in unserem Inneren. Und wir sagen, ohne nachzudenken, zu allem Möglichen, ich. Ne? Ich sage das und das, ich will das und das, ich meine dazu und so weiter. Und nun, Tatsache ist, dass alles, was nicht ich bin, ist die Ich bin Präsenz, die göttliche Präsenz. Alles, was nicht ich bin, ist, ist nicht ich bin. Das heißt also, wir können es uns ganz einfach machen. Wir identifizieren einfach nur alles, was nicht ich bin, ist. Und schon haben wir das Ich bin. So, das ist natürlich jetzt ein bisschen ein Scherz, denn Tatsache ist, wir halten da nicht so, so eisern fest wie an dem, was nicht ich bin ist. Und ich möchte jetzt nicht die Abkürzung, also ich weiß, jetzt kommen wieder alle daher, ja, das ist das Ego. Erstens mal ist das, du kannst die Wahrheit auch verstecken, indem du sie in einem Krautsalat, in einem Obstsalat oder keine, in einem Eintopf versteckst. Also wenn du alles in einen Topf wirfst und daraus dann nur noch so eine Worthülse machst, dann versteckst du es auch, ne? Weil du tust es nicht mehr auseinanderklamüsern, du hast es nicht mehr sauber getrennt, du kannst es nicht mehr identifizieren. Es versteckt sich in der Masse. Und hinzu kommt noch, dass ich da auch insofern skeptisch bin, weil wir alles, was dann in uns oder alles, was in die Selbstbehauptung geht, und das Wort sagt es schon, Selbstbehauptung, wird normalerweise sofort als Ego abgestempelt. Sobald ich hier irgendetwas sage, was jemandem nicht in Kram passt, heißt es gleich, oder ein Ego. Ja, so einfach ist es aber nicht. Und ich weiß, das Beispiel mit Jesus im Tempel ist unglaublich abgenudelt, aber es ist seltsamerweise das einzige Beispiel, was irgendwie akzeptiert wird. Denn würde ich jetzt einen Donald Trump zitieren, der irgendwie auf den Tisch haut und sagt, und in seinen Reden sagt, so geht's nicht, würden ja sofort diejenigen kommen und sagen, ja, ich habe es ja gesagt, das ist ja ein Satansbraten. Ja. Jeder, der, also sprich, ein beliebtes Spiel ist, du haust. Na, nehmen wir es ein bisschen gefinkelter. Ich hätte jetzt fast sagen wollen, du haust jemanden die ganze Zeit auf die Finger unterm Tisch mit dem Hammer. Und wenn er dann explodiert, dann sagst du, oh, du bist ein Egoist oder du bist ein Despot oder du bist ein Terrorist oder was auch immer. Aber meistens ist es ja gefinkelter. Ne? Ich habe oft erzählt, wie das in meiner Jugend war, ne? Wie das, ja. Ich kenne diese Mechanismen. Ne? Ich kenne diese Mechanismen, wenn jemand mit einer Nadel hinter dir dir immer reinpiekst und alle sitzen am Tisch und wenn du dann aufschreist, ne, dann, oh, was für eine hysterische Kuh. Und alle sind im Gespräch und alle sind busy und keiner hat Zeit und deswegen hört dir auch keiner zu. Du kannst also das nicht klarstellen. Ne? Und dann der andere, so eine hysterische Kuh. Ist ein kleines Beispiel. Aber ich würde mal sagen, ja, wenn du den Bären immer in der Nase rumpopelst, dann sei nicht verwundert, wenn er eines Tages ausrastest. Und dann sagst du, und das nicht du, Entschuldigung, das ist falsch, dann sagt der dann sagt die Spezies, von der wir hier auch reden wollen, nicht die menschliche Spezies, sondern die andere, der Satansbraten, sagt dann, oh, ich habe es ja immer gesagt, Hysteriker oder Despot oder Terrorist oder was auch immer. Also eine Falle auslegen. Das ist, was wir hier im Moment auf der Bühne enorm erleben. Also wirklich unglaublich, mit unglaublicher Vehemenz. Und das sind gefinkelte, das ist sehr gefinkelt. Ne? Ich habe oft erzählt, wie mir das als Kind passiert ist, ne? Dass ich die nie was gestohlen hatte, also sprich, wo eigentlich völlig klar sein musste, dass das nicht meine Handschrift ist, wie ich von der ganzen Familie vorgeführt wurde, weil eben der andere, der immer was gestohlen hat, der immer das schwarze Schaf war, aber das wollte man halt nicht, dann in mein Zimmer gelaufen kam und an allen demonstriert hat, ne? Indem er alle Bücher runtergeworfen hat, hier, da sind die 500 Schilling, waren aber nur noch 480 oder keine Ahnung was, aber auf jeden Fall, ja, hier ist der Beweis, sie hat es gestohlen. Und
Niemand hat was gesagt. Niemand hat sich je in irgendeiner Weise entschuldigt oder irgendetwas, sondern ja, so ist das. So läuft das auch in unserer Gesellschaft. Ich habe später dann an dem Abend, na, meine Mutter, ich habe zu ihr gesagt, Mama, ich war das nicht. Und sie hat gesagt, Kind, das weiß ich doch. Aber es wurde nie öffentlich geklärt. Das sind solche Mechanismen und sowas vergisst man nicht. Ne? Und das ist genau, was hier auf der Weltenbühne passiert. Ne? Diejenigen, die es immer schon so gehandhabt haben, und wenn wir ein bisschen schauen würden, wie ist die Handschrift, dann können wir x Wiederholungen erkennen. Aber da könnt ihr euch das neueste Alexander Wagant-Video dazu anschauen, ne? Wenn er auch sagt, etwas, was nicht wahr sein darf, ist einfach nicht wahr in den Köpfen dieser Menschen. So, aber wir wollen ja jetzt gar nicht so sehr schauen, was passiert da im Außen. Sondern wo wir jetzt hinschauen wollen, ist, wo, ich nenne es jetzt einfach mal die Satansbrut. Ich glaube, das ist unverfänglich genug und doch bezeichnend genug. Die Satansbrut hat ihren satanischen Samen in uns hinein. Und jetzt kann man sagen, ja, wie ist das denn passiert? Da würde ich euch empfehlen, geht in die Epigenetik hinein. Schaut euch mal an, was die Epigenetik dazu sagt, weil die Epigenetik sagt, dass Bewusstsein über den Genen steht. Das heißt also, es muss noch nicht einmal genetisch hineingepflanzt werden, obwohl ich das annehme, dass das passiert ist, ne, im Sinne des Aufpfropfens, wie ich ja oft hier erwähnt habe. Aber es geht natürlich auch sehr wohl über das Bewusstsein. Und da sind wir natürlich bei dem berühmten Egregor. Wenn ich sage Bewusstsein, es geht auch nicht nur über das Bewusstsein, es geht auch über die Psyche. Was ich sagen will, ist, diese Satansbraten, ja, haben diese Gruppierung, wie ihr das immer bezeichnen wollt, ob die von wo außen gekommen sind oder ob sie künstlich erzeugt sind, ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß nur, sie sind nicht unsere Spezies. Das weiß ich einfach. Aber der Punkt ist, sie haben uns studiert. Entweder haben sie uns studiert oder sie wussten es immer schon, weil sie uns vielleicht erschaffen haben. Kann ja sein, aber dann kommt auf jeden Fall noch ein göttlicher Funke dazu, denn sonst wären wir nicht beseelt. Ich denke nicht, dass eine unbeseelte Spezies eine Beseelte erschaffen kann. Das kann nicht sein. Das heißt also, ja, wir sind göttliche Geschöpfe. Ob sie mit uns experimentiert haben und irgendwelche Hybriden dadurch geschaffen haben, kann ich euch nicht sagen. Das sind alles Spekulationen. Aber ich würde mal so sagen, was deutlich wird, ist, Sie wissen genau, wie wir ticken. Sie kennen unsere Psyche und sie kennen die Art, wie unser Bewusstsein funktioniert. Und jetzt bin ich schon vorsichtig, weil ich will sagen, eher will ich sagen, sie wissen, wie wir mental funktionieren. Weil es gibt, denke ich, da zwei Domänen, wo sie nicht hinkommen. Das eine ist jenseits der Psyche oder ein Teil nicht innerhalb der Psyche, sondern er ist meiner Meinung nach außerhalb der Psyche, ist das die reine Herzliebe. Da kommen sie nicht hin. Die reine Liebe, die meiner Meinung nach jenseits der Psyche ist, weil sie nicht von psychischen Faktoren beeinflusst wird, obwohl man uns immer das Gegenteil erzählt. Und das andere ist das reine Bewusstsein, das göttliche Bewusstsein, was durch mentale Tricks und Programmierungen nicht erreichbar ist. Insofern bin ich auch schon vorsichtig, das Bewusstsein zu nennen, was sie uns hier. Ich würde mal sagen, die mentale Programmierung. Ne? Also sie gehen über die Gene rein organisch, also über die Biologie, über biologische Faktoren, über medizinische, körperliche Faktoren. Oder beziehungsweise besser gesagt über Information. Information steht ohnehin über dem Ganzen drüber. Es ist alles Information und sie arbeiten mit Informationen. Also über die Gene, körperlich, über Gifte natürlich, ne, logischerweise, über mentale Programmierung und über psychische Beeinflussung. So, und sie kennen uns besser als wir. Das heißt, so etwas wie die Psychologie verkauft uns das natürlich als Mehrwert, dass wir in irgendeine Analyse gehen. Und ja, unten drunter ist ja oft so ein
Pseudo-Mehrwert, ne? Also so wie, dass sie zum Beispiel die ganzen Waren, die Bananen von, ich weiß nicht, von Afrika hierher karren, ne? Da wird uns erklärt, das ist, damit wir Südfrüchte genießen können. In Wirklichkeit wird wahrscheinlich unten drunter, also oben sind die Bananen und unten drunter sind ganz andere Dinge, die transportiert werden. Und das eine ist nur das Deckmäntelchen. Und so sehe ich das mit der Psychologie, so sehe ich das mit ganz vielen pseudowissenschaftlichen oder tatsächlich ist es mir wurscht, wie ihr das jetzt benennt, Studien und Bewegungen und was auch immer. Es wird immer ein Mehrwert verkauft, damit man es verkaufen kann, logischerweise das Label, ne, das Marketing. Und unten drunter ist was ganz was anderes. Ja, und jetzt kommen wir aber zum springenden Punkt. Sie wissen genau, wie Sie uns irgendetwas implantieren. Und das passiert seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, vielleicht sogar Jahrtausenden. Wir haben nicht umsonst im letzten Dreier vom Curse of ne, der Fluch von Kana angesprochen. Also vielleicht ist es Jahrtausende, aber es ist auch nicht so wichtig. Ich meine, es ist jede Schicht kommt drauf. Was wir auf jeden Fall jetzt erleben, ist die letzten Jahrzehnte seit in der Nachkriegszeit. Das ist eine unglaubliche Umstrukturierung in unserer Psyche, unseres Hirns, unseres ganzen Seins. Und du kannst viele Menschen draußen, kannst du erkennen, wie gut das schon funktioniert hat. Also was du mittlerweile hast, ist, wir waren mit dem Hund spazieren gestern, ne, und das ist so bezeichnend für diese Post-Covid-Zeit, ne, dass die Menschen keine Scham mehr haben. Sie gehen dir über die, sie latschen dir drüber, da kommt jemand auf uns zu und macht eine alte, bissige Frau und macht uns total zur Sau, weil der Hund neben uns ohne Leine war. Und ich meine, es war ein total, also der Yoshi ist ein total Lieber und wir wissen einfach, ne, und das war ein weites Feld, also es gab keinen Grund. Aber du kannst erkennen, ja, wie sich dieser ganze Frust, der innere Hass, wie sich der jetzt Luft macht, ne, bei ganz vielen. Und ich schaue sie an und auch wie sie hier vom Leder gelassen hat, also nicht, das war in keinster Weise in irgendeiner Relation. Ne? Und ich kann erkennen, ich sage zu meinem Sohn, das ist nicht meine Spezies, das ist nicht meine Art. Ich weiß nicht, wer das ist oder was das ist, aber mit denen habe ich nichts zu tun. Das wird immer deutlicher, meiner Meinung nach, in dieser Post-Covid-Zeit. So, aber kommen wir zum problematischsten. Oder ich will mal sagen, das Wort Problem ist nicht so mein Favorite-Vokabular, ich mag es nicht so gerne. Also nehmen wir mal das Herausforderndste. Nehmen wir das Herausforderndste, nämlich die Frage, wie gehen wir mit dem Feind im Inneren um? Wie verbessern wir das innere Klima, damit dort. Denn das ist ja die eigentliche Thematik, der wir uns ja jeden Mittwoch widmen. Wie kann dein göttliches Kind, dein göttliches inneres Kind, wie kann es sich entfalten? Wie kann dein Genie sich entfalten? Wie kann dein Artus, der eine Aufgabe hat, eine Berufung hat, wie kann er seine Bestimmung finden und leben mit all diesen Feinden in seinem Königreich? Und da können wir uns tatsächlich die Artussage anschauen. Ne? Die sagt ja alles aus, ne? Wer da aller ja, hintenrum ein Spiel treibt oder vielleicht sogar ganz offen. Und ja, es ist deine Aufgabe, ne? Da, als Artus in deinem Königreich, ne? Für dich dein Excalibur aus dem Stein heraus, also aus der Versteinerung herauszuziehen und es wieder in Bewegung, es zum Einsatz zu bringen und es in Bewegung zu bringen. Und das Bild des Schwertes sagt es schon. Das Bild des Schwertes sagt es noch schon, dass es ein Irrtum ist, zu meinen, dass die, die jetzt ganz Lenore gewaschen daherkommen und die ganze Zeit nur von Liebe irgendwie quasseln und die immer nur lächeln, ja, dass die Verpackung das ist, was drinnen ist. Und sie mögen sich ja auch selber täuschen. Ne? Nicht umsonst sind die Weichspüler die schlimmsten Krebserreger. Und ja, ich schaue mir bezeichnenderweise gerade eine koreanische Serie an, wo der immer sagt, ich traue niemandem, der mich anlächelt. Ne? Gerade hinter dem lächelnden Gesicht habe ich die ärgste Fratze entdeckt. Ne? Und ja, da ist was dran. Und an der Stelle sage ich jetzt mal ganz eindeutig, aber ich denke, da werde ich auch in der hoffentlich irgendwann einmal stattfindenden Sendung mit dem Frank vielleicht auch nochmal drüber reden können. Aber ich sage es jetzt ganz vorab. Meine Berufung, meine Bestimmung, ja. Ist das zu machen, was ich hier mache? Und in meiner Bestimmung steht nichts davon, dass ich in dem, was ich mache, anderen gefallen soll. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Das heißt also, gefallen zu wollen und geliebt zu werden oder geliebt werden zu wollen, ist das Erste, was ich geopfert habe. Was heißt geopfert? Das klingt so. Was ich entlassen habe.
Ich könnte diese Arbeit nicht gut machen, wenn ich gefallen wollen würde und wenn ich geliebt werden wollte. Dass das passieren kann. Manche sagen vielleicht, du gefällst mir gerade, weil du nicht gefallen willst, oder du wirst geliebt gerade, weil du nicht geliebt werden willst, oder weil du es nicht drauf anlegst. Ich will natürlich auch nicht gehasst werden. Also das ist nicht der Punkt. Der Umkehrschluss macht es nicht logisch, sondern es geht darum, dass es nicht das ist, worauf es mir ankommt. Mir kommt es darauf an, dass ich sage, was ich zu sagen habe, beziehungsweise es geht gar nicht anders. Ich muss sagen, was ich zu sagen habe, und ich muss es so sagen. Ich muss es auch dann sagen, wenn es niemandem gefällt. Da wären wir wieder bei Kopfgeld, Mel Gibson. Ja. Das heißt also, deine Bestimmung, ja, also die meisten meinen ja, oh, meine Bestimmung ist, dass ich allen gut tue, dass ich ihnen allen Liebe verströme. Aber das, was im Namen der Liebe daherkommt, ist oft nicht Liebe. Manchmal sagen wir jemandem beinhart, was Sache ist. Es kommt überhaupt nicht liebevoll daher. Doch kann es ein Akt der Liebe sein. Und das wiederum zu unterscheiden zwischen jemandem was reindrücken und an ihm herumzuoperieren, was wieder etwas anders ist. Weil der Impact und der Impetus und das und das, der Raum, aus dem es kommt, dann völlig anderer ist. Aber egal, was wir tun, wir können erst dann wirklich reine Taten setzen, die nicht komplett kontaminiert sind, wenn wir anfangen, innen aufzuräumen. Oder aber nehmen wir als ersten Schritt, und ich glaube, das hatte ich in meinem letzten Blick schon, nehmen wir als ersten Schritt mal einfach die Taschenlampe nehmen und nach drinnen leuchten. Und da möchte ich euch wirklich sagen, das ist etwas, das kann jeder nur mit sich ausmachen. Da können eure Liebsten und eure Ehemänner und Ehefrauen und Kinder und Eltern und ich weiß und Nachbarn und beste Freunde und was weiß ich, können euch alle sagen, oh du. Ja, natürlich kann sein, dass ihr da dadurch auf einen blinden Fleck draufkommt, auf einen toten Winkel. Aber das, was dann ansteht, ist, ah, da fällt mir ein, Sacra Conversazione. Ist aus der Kunstgeschichte ein Begriff, eine Sacra Conversazione, heiliges Gespräch, eine heilige Konversation. Ich würde sagen, das ist, was tatsächlich ansteht. Ein heiliges Gespräch, eine Unterhaltung, wie wir sie kennen aus verschiedenen Märchen oder Mythen oder wenn der Vater mit dem Sohn eine Unterhaltung führt oder die Mutter mit der Tochter. Warum müssen die immer irgendwie sägen oder machen, wenn ich hier einen Blick mache? Es ist fürchterlich. Ich weiß nicht, was das ist. Ich hoffe, ihr hört das jetzt nicht zu laut. Ja, eine heilige Unterhaltung führt eine heilige Unterhaltung. Und da gehört auch der heilige Zorn mit rein. Also das heißt nicht, dass es eine Lenore gespülte Unterhaltung sein muss. Es kann auch eine handfeste Auseinandersetzung sein, wenn ihr feststellt, in eurem Inneren ist ein Terrorist, der euch die ganze Zeit unterjocht. Und manchmal ist der Punkt, da muss man auf den Tisch schlagen und muss sagen, stopp, bis hierher und nicht weiter. Und bevor wir aber zu dem Punkt kommen, oben drüber, über allem steht für mich immer die Klarheit. Etwas klären, eine Situation klären, ein Dilemma klären. Der gordische Knoten, ja, wenn du das Schwert runterknallen willst, damit du den gordischen Knoten durchschneidest. Solltest du schon genau vorher studiert haben, wo ist der Knoten? Wenn du die siamesischen Zwillinge trennen willst, solltest du genau klar haben, wo ist der Punkt, wo ich durchtrenne. Das heißt also, einfach drauf loszuschlagen, ist pure rote Energie, ne? Cholerik. Das ist nicht, wovon ich rede. Ich rede davon, dass du zuerst einmal Klarheit gewinnst. Was nicht heißt, das möchte ich auch noch dazu sagen, ja. Also Klarheit kann auch heißen, und deswegen sind wir wieder beim Beispiel von Jesus, weil der hat nicht stundenlang nachgedacht. Wie mache ich das? Zuerst den einen Tisch und dann, na, vielleicht besser, strategisch, technisch, vielleicht doch besser das. Nein, er hat nicht nachgedacht. Er ist rein und hat sofort seine Marsenergie genutzt. Er hat seine Intuition genutzt, das Unmittelbare. Und das kenne ich gut. Ich habe oft einen ganz klaren Impuls, eine Sprachnachricht zu machen, eine Ansage zu machen, etwas klarzustellen, auch in den Sendungen. Das heißt, es kommt dann eins zu eins raus. Und das kann sehr gnadenlos wirken. Aber das ist für mich eine Klarheit, das will ich damit sagen, eine Klarheit muss nicht unbedingt stundenlang überprüft werden und hin und her gewälzt werden und abgewogen werden und so weiter. Im Gegenteil, dazu kommst du, dann kommst du vielleicht an einem völlig anderen Punkt raus, dass es immer diffuser wird und immer auch kopflastiger. Das heißt also, ob ihr jetzt die Fähigkeit habt, etwas
sofort intuitiv zu erkennen und dann gleich zu handeln. Oder ob ihr euch erst einmal hinsetzen müsst und das Ganze sacken lassen müsst und überhaupt mal auseinanderdividieren, was ist jetzt hier Emotion, was ist Altlasten, was ist tatsächlich, was ist Einbildung und so weiter. Und so zu einer Klarheit ko zu kommen mit der Entschlüsselung. In jedem, durch Entschlüsselung. In jedem Fall wird es so sein, dass du im Normalfall etwas klärst. Und wenn du es geklärt hast, dann gehst du in die Handlung. Das ist dann nicht die Aktion, sondern die Handlung. Nur jetzt sind wir an einem Punkt, wo sich die Katze in den Schwanz beißt, beziehungsweise wo das Ganze entweder in die eine Richtung, was ich oft mit dieser astrologischen Feedback-Schleife erklärt habe. Ne? Also übrigens könnt ihr da anfragen, falls das jemanden interessiert. Ich mache das jetzt per Sprachnachricht oder Zoom-Call. Da könnt ihr anfragen, falls euch das interessiert, wie das bei euch in eurem Horoskop ausschaut mit dieser Feedbackschleife. Ich habe sie einmal erwähnt, ne? Der Mond, wie wir die Welt aufnehmen, der Merkur, wie wir sie verarbeiten und die Sonne, der Held, wie wir nach draußen gehen mit der Aktion und der Handlung. Und dementsprechend wird das Feedback zu uns zurückkommen. Und das ist nun mal eine self-fulfilling prophecy in dem Maße, wie wir völlig unreflektiert und uneffektiv mit unserer Handlung absurde Dinge absetzen in die Welt, wird die Antwort der Welt wiederum eine verkorkste sein. Und dann, wenn die Antwort der Welt eine verkorkste ist, dann wird der Output umso mehr verkorkst sein. Das heißt also, wir haben es hier entweder mit einer Abwärtsspirale zu tun, die wir übrigens im letzten Dreier in Bezug auf die Außenwelt thematisiert hatten, oder ihr dreht es um und der Umkehrpunkt wird sein am tiefsten Punkt. Am tiefsten Punkt wird der Umkehrpunkt sein. Das war bei mir vor 6 Jahren, 7 Jahren. Und ich meine, ich habe ja gedacht, ich wäre schon, weiß Gott wie, bewusst und erleuchtet. Ne? Also du kannst glauben, du bist schon längst am tiefsten Punkt und dann ist da immer noch und da geht immer noch was und du denkst, oh, wow, wie weit denn noch? Gut, wenn du ganz unten angekommen bist, hast du ja sowieso nur noch die Wahl. Entweder du machst einen Abgang oder du gehst in die Gegenspirale. So, und jetzt lasst uns reden darüber, wie wir in eine positive Feedback-Schlange kommen, Spirale kommen. Wie wir, indem wir immer mehr im Inneren erkennen, wer hier sabotiert, wer der Terrorist ist, wer derjenige ist, der unser Leben sabotiert, der gegen das Leben arbeitet, der toxisch ist und so weiter. Indem wir den erkennen und immer besser damit umgehen können, beziehungsweise ihn vielleicht überhaupt entweder eliminieren, bis ihn der Tür verweisen oder ihn aber umstrukturieren oder ihn auf seinen Platz verweisen, wo er vielleicht auch einen nützlichen Part hat oder einen für ihn bestimmten Part. Wenn wir wieder Herr in unserem Haus sind, unser Königreich wieder in die eigene Hand nehmen, in die des guten Königs, dann werden wir immer bessere Ergebnisse erzielen. Wir werden immer klarer in unseren Handlungen sein. Und die Zeit, die es braucht zwischen einem Problem, das uns die Welt präsentiert oder das in uns ist, und der Lösung, wird immer weniger Zeit vergehen. Ihr werdet immer schneller in die Klarheit kommen. Und ja, es kann sein, dass wir dabei dass andere nicht mitkommen. Das kenne ich. Manche sind verwundert. Ich gelte, denke ich mal, in meiner Familie und im Umkreis eher als warmherzig und großzügig und auch als ziemlich geduldig und nicht aufbrausend. Und umso erstaunlicher ist es dann, wenn ich mit einer klaren Ansage reinkomme und dann ganz knallhart sage, so und so und so und das ist Schluss und jetzt Schluss. Eben weil ich das so selten mache. Allerdings gibt es auch Menschen, bei denen ich es öfter mache. Ja. Und ja, mir wird dann natürlich vorgeworfen, boah, du bist aber radikal und dem, weil wir das nicht gewohnt sind, weil wir in einer Gesellschaft leben, die sowas von, das ist interessant, das ist eine weiblich dominierte Gesellschaft, in der wir leben, voll von Gutmenschen und alles vom Herzen. Und du kannst jemandem wirklich das Messer reinhauen, aber vom Herzen scherzt, nein. Also es kann sehr, sehr verlogen sein. Ne? Bis hin zu, dass das Messer verleugnet wird, ne? Und gesagt wird, wir verbannen alle Messer. Wir reden nur noch mit gespaltener, weichgespülter Lenoir-Zunge.
Ja, das Messer ist notwendig. Wenn du einen Schlangenbiss hast, brauchst du ein Messer, um das Gift rauszuholen. Wenn du ein Geschwür hast, brauchst du das Messer, um es wegzuschneiden. Also sozusagen, wir verbannen alle Messer, aber so sind wir gelandet in dieser Welt, ne? Und ja, natürlich ist der Feind im Inneren insofern, und das habe ich oft beschrieben, auch früher, er ist gefinkelt, weil er sich immer als Parasit enttarnt sich. Und da haben wir jetzt natürlich, das habe ich mit Carsten Pötter gemacht, wir haben eine Sendung gemacht über Viren und Bakterien und so weiter. Und da hast du ja genau diese Thematik, ne? Viren mutieren und tarnen sich und wie auch immer, wenn es sie denn überhaupt gibt, das kommt ja auch noch hinzu, ne? Also wir sind ja wirklich in einer kompletten Scheinwelt. Aber ich denke, und wir haben natürlich auch die Liste so Odysseus, ne? Der sich hinter den Schafen versteckt hat. Also sprich, was ich sagen will, ist, wenn du die Taschenlampe nimmst und deine Sakra-Konversation hast, deine heilige Unterhaltung mit dir selber, dann ist ja das Erste, dass du überhaupt mal feststellst, wer sitzt denn hier an der Tafelrunde? Wer sitzt offensichtlich an der Tafelrunde? Wer ist Teil der Tafelrunde? Und wer versteckt sich unterm Tisch oder hängt oben am Luster oder ist in denjenigen, und das ist die wahrscheinlichste Variante, weil jeder einzelne von denen, die da an der Tafelrunde sitzen, haben, ich weiß nicht, wie viele Mitspieler in sich, von denen sie glauben, das bin ich. Ja. Aber das Leben führt dich. Das Leben führt dich durch die einzelnen Situationen, sodass du immer mehr erkennen kannst, wer da in dir ist. Und jetzt sind wir bei einem ganz springenden Punkt. Wir haben es mit einer Art Spiegelung und Kaleidoskop zu tun und das ist unglaublich gefinkelt. Weil ja, es ist so, dass wir in einen Zerrspiegel schauen und dieser Zerrspiegel zeigt etwas von uns. Nur, wenn der andere, und da, man denke vielleicht, das haben wir heute nicht alles an Störgeräuschen. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, Der erste Ritter. Bei dieser Szene, wo dann der Bösewicht, sie sitzen alle um die Tafelrunde und der Bösewicht, der ehemalige, der Teil der Tafelrunde war, kommt rein und konfrontiert sie alle mit dem Zerrspiegel und sagt, ihr seid die Bösen. Und in dem Moment, wo du dir das, was dir jemand anderer, also was dir dieser giftige Satansbraten da präsentiert, in dem Moment, wo du dir diesen Schuh anziehst und sagst, ja, stimmt, mea culpa, hast du verloren. Hast du verloren, weil dann gibt es keinen König mehr im Königreich. Dann hat der es geschafft und hat deinen König eliminiert. Dann gibt es keinen mehr, der aufräumen kann in deinem Königreich. Sprich, es ist also deine Aufgabe. Und jetzt sind wir bei der wirklichen Herausforderung, weswegen ich sage, dass wir hier einen Teufelskreis haben. Etwas, was sich in den Schwanz beißt. Wenn es keine, schaut euch Alexander Wagand an, also mit Joe Conrad Kindergesellschaft oder wie heißt das? Kinderland. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Wenn ich es finde, gebe ich es drunter. Er hat es im letzten Video nochmal angesprochen. Es ist grandios. Ne? Ich meine, gut, ich habe auch darüber geredet, ne? Wie wir hier im Kinderland leben. Und wenn du im Kinderland lebst, heißt das, in deinem Haus gibt es keine Erwachsenen. Es gibt keine Ich-Bin-Präsenz. Es gibt nur die ganzen Kinder, die Herr der Fliegen spielen. Herr der Fliegen, ich hoffe, ihr kennt das, von Peter Brook, der kürzlich verstorben ist. Ja, was passiert, wenn du eine Gruppe von Jugendlichen auf einer einsamen Insel nach einem Schiffsunglück hast, die bildeten Banden und die Pseudo-Erwachsenen, die Schweineeltern, ich übernehme die Führung und tyrannisieren die Schwächeren und so weiter. Also das hat, und das ist ja, was in unserer Gesellschaft passiert. Und das ist, was bei dir passiert, wenn du den Teilen, die, und es ist egal, ob das ein aggressiver Teil ist oder ein masochistischer, wenn du dem Teil, der sagst, oh ja, mea culpa, ich bin so schlecht, ich bin so schlecht, oh, bitte, 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 ich bin so schlecht, bitte, 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 bestrafe mich, bestrafe mich. Ja, wenn du dem die Führung überlässt, hast du dich verraten und verkauft und bist verratzt und verkauft. Es gibt keine Erwachsenen mehr, es gibt keinen Retter, wenn wir da bei dem blöden Wort schon sind. Es gibt keinen König, der das Königreich retten kann. Das heißt also, du kannst dir das anhören. Du kannst dir anhören und der Einzige, der sich das anhören kann, ist die Ich Bin. Deine erwachsene Ich Bin Präsenz kann sich das anhören. Der sagt das, der sagt das, der sagt das. Du bist der Richter, der. Ich mag das Wort Richter nicht besonders, aber nehmen wir mal an,
ob Salomon jetzt ein Gefraßter, ein Satansbraten war oder nicht. Nehmen wir mal an, du wärst jetzt Salomon und nehmen wir mal an, er wäre so gut, wie uns die Geschichte erklären will. Dann sitzt du da und hörst dir die eine Frau an und die andere Frau und hörst dir alle an und entscheidest es im Sinne des Lebens. Das heißt, ja, wenn du merkst, okay, es stimmt, in mir ist eine Instanz, die hier äußerst destruktiv unterwegs ist, dann wirst du entscheiden, wie du mit dieser Instanz umgehst. Aber dafür musst du auf deinem Stuhl sitzen, auf deinem Thron. Du musst der Richter sein. Du musst derjenige, du musst Solo Salomon sein. Denn wenn da kein Salomon ist, dann wird Anarchie ausbrechen. Und dann kannst du überlegen, was machst du? Verbannst du den? Sagst du dem, komm her, komm rechts von mir. Ich werde dich anleiten. Ich werde dich führen. Da ist Potenzial in dir. Ich werde dafür sorgen, dass du wächst, dass du an dir selber wächst, dass du reifst. Du wirst ja die traumatisierten und geschwächten Teile in in deinem Königreich, die wichtig sind für das große Ganze und für das Gefüge, die wirst du versorgen und stärken. Das heißt also, ja, das ist alles deine Aufgabe. Aber, und das ist jetzt vielleicht der wichtigste Part, der kommt jetzt relativ spät. Eines kann ich dir versichern. Wenn du die Existenz dieser satanischen Energie, beziehungsweise wenn du die Existenz dieser Satansbraten leugnest, bist du verratzt und verkauft. Und das ist der Fluch, der im Moment, nicht im Moment, der schon lange auf der Menschheit liegt und der aber auch in jedem Einzelnen liegt. Wenn du meinst, und das sind ja die Lenore-Gespülten, wenn du meinst, du könntest jeden zu einem Gutmenschen machen, dann kann ich dir versichern, das wird vielleicht bei vielen gelingen, aber nicht, weil du sie dazu machst, sondern weil du ein Terrain, ein Milieu schaffst, wo es möglich ist, dass sie zu ihrer eigenen Bestimmung kommen, sich entfalten können. Aber eines kann ich dir versichern, wenn du einen Satansbraten, einen wahren Satansbraten in dir hast, einen unbeseelten, was heißt in dir? Wenn du den Samen, nennen wir hier mal, wie heißt es, Rosemaries Baby, ne? Sowas in der Art. Also habe ich ja schon mal erwähnt. Also wenn du ein Element davon in dir hast, wirst du dein Königreich nicht sanieren können, bis du dieses Element eliminierst, nach draußen verbannst sozusagen. Das gehört nicht zu mir, weiche Satan. Und die Menschheit wird sich nicht davon befreien können, solange sie die Existenz leugnet. Und das ist, ich weiß nicht, bei wie viel Prozent der Bevölkerung immer noch der Fall. Das kannst du jetzt ganz klar erkennen. Darauf bezieht sich Alexander Wagan in seinem letzten Video, weil sie es einfach nicht, sie können es nicht glauben. Es kann nicht sein. Wir sind alle Menschen. Und ja, das ist nur, weil wir in der Kindheit, ja, unsere Mutter, die hat es halt nicht besser gewusst und weil er so gelitten hat. Nun, ich kann euch versichern, ich kann euch versichern, ich komme aus aus einer Familie, wo die einen extrem gelitten haben und die anderen extrem terrorisiert haben. Die, die terrorisiert haben, haben sich nicht geändert, terrorisieren noch heute. Und die, die gelitten haben, haben sich transformiert. Das heißt also zu sagen, weil wir, dass jemand, weil er gelitten hat, später andere leiden lässt und dasselbe macht, das ist eine typische Ausgeburt, eine psychologische Ausgeburt dieser Satansbrut, sage ich jetzt mal. Sie kennen uns verdammt gut und sie wissen, dass wir uns den Schuldschuh sofort anziehen. Und das ist ihr Geheimnis. Sie projizieren die Schuld auf den anderen und der zieht sich den Schuh an. Warum? Weil wir die katholische Kirche haben, weil wir die Erbsünde haben, weil wir die Mea Culpa-Kultur haben, etc. Und macht euch nichts vor, in der alternativen Szene ist das am schlimmsten überhaupt. Am allerschlimmsten. Dort wirst du am meisten hören, den ganzen Schmuffu. Was hat das mit dir zu tun? Und ah, und Ding. Und sobald du irgendwann einmal irgendwas von dir gibst, was nicht so Lenore gespült ist, wird es heißen, oh, dein Schatten. Ja, so ist es. In den Alternativen ist es am schlimmsten. Das heißt also, jeder kann es nur für sich machen. Das heißt nicht, dass wir uns nicht mit anderen zusammentun können, aber bitte bleibt dabei bei euch. Ich kann mit allen möglichen, kann ich Gespräche machen, kann ich mich zusammentun, kann ich mich wunderbar fühlen, kann ich gemeinsam auftreten und was auch immer. Aber ich bleibe immer ganz, ganz individuell bei mir. Ich habe die Verantwortung für mein Königreich, niemand anderer. Und dementsprechend sage ich auch, ich muss hier nicht gefallen. Im Gegenteil, vielleicht fängt es an, korrupt zu werden in dem Moment, wo ich gefallen wollen würde. Und will ich geliebt werden? Ich liebe mich. Ich liebe mich. Und zwar bedingungslos. Selbst wenn hier alle sagen würden, du bist eine entsetzliche,
depperte Nudel und sonst was, würde ich mich trotzdem lieben. Das ist meine Aufgabe. Das rate ich euch auch übrigens. Das heißt nicht, dass ihr nicht, was weiß ich, also Kritik ist euch überlassen, euch. Ihr könnt überlegen, ob es. Ich will es aber auch nicht Kritik nennen. Ich mag das Wort Kritik überhaupt nicht. Ich würde es Klärung nennen. Schaut, dass ihr in eurem Königreich die Dinge klärt. Ganz klar. Ne? Okay. Die Guten ins Köpfchen, die Schlechten ins Töpfchen. Oder was umgekehrt. Ach Gott, ich weiß, es ist immer dasselbe. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, auszusortieren. Was kommt raus? Was kommt rein? Ganz klar. Und oh, ich muss jetzt mal stoppen. Hier kommt der Rauchfangkehrer. So, dann will ich jetzt das Ding noch in die Garage fahren, während der Rauchfangkehrer hier rummacht. Ja, also das französische Wort Kritik, ja, steht da am Griechisch, aber natürlich Französisch. Aus dem Französischen wurde es übernommen und es heißt unterscheiden, trennen. Das heißt also, macht es Sinn, dass jemand anderer die an dir Kritik übt, auf dass er dich von sich unterscheidet? Das macht jeweils nur Sinn aus der Sicht von dir selber. Kritik kannst du anwenden innerhalb deines eigenen Königreichs, deines eigenen Universums, deines inneren Universums, deines inneren Kosmos, um zu unterscheiden, um zu trennen, was Mülltrennung quasi, was ist hier gut, was ist für mein System förderlich, was nährt mich und was ist Abfall und Müll und soll ausgeschieden werden. Und umgekehrt kannst du bitteschön kritisch unterscheiden, du kannst trennen, wenn du nach außen blickst. Was ist Teil von mir und was gehört nicht zu mir? Was ist nicht Teil von mir? Auch wenn, also wenn du andere betrachtest, kannst du für dich trennen, das gehört nicht zu mir. Dann kannst du dem anderen sagen, stopp, weiche Satan, wie auch immer, wie höflich oder unhöflich du das dann sagst. Und da sind wir natürlich wieder am springenden Punkt. Solange der andere zu dem allen ich sagt, wird er, wenn du sagst, weiche Satan, wird er sagen, du hast mich einen Satan genannt. Gut, es kann sein, dass wir es hier mit Wesen zu tun haben, die 100% Satan sind. Ja. Ob die dann zu sich selber sagen, ich bin, kann schon sein, weil das ist auch eine Religion auf satanischen Umkehr. Aber natürlich, es kommt dann darauf an, wie sehr derjenige in sich selbst aussortiert hat. Wen kritisiert er? Wer spricht hier zu wem? Spricht hier Abfall zu Abfall oder spricht eine Ich-Bin-Präsenz zu einem abfälligen Teil? So, ich hoffe, das klappt jetzt einfach die Aufzeichnung weiter, während der Rauchfangkehrer sich von dannen macht. Ja, also, ihr merkt schon, je geklärter ein Mensch ist, vorausgesetzt, er ist überhaupt ein Mensch, umso leichter die Kommunikation, beziehungsweise der Umkehrschluss. Ein Mensch, der noch nicht mal verstanden hat, dass wer hier die wahren Feinde sind, der sie nicht identifiziert hat, der hier nicht unterschieden hat im Sinne der Kritik, mit dem ist die Kommunikation sehr, sehr schwer. Denn er wird immer zu diesem ganzen Konglomerat Ich sagen. Und damit wird er sich angegriffen fühlen, sobald du dich gegen irgendeinen Aspekt verwehrst. Er wird unbewusst handeln. Er wird unbewusst aus dieser alten toxischen Identität oder Pseudo-Identität heraushandeln. Das macht es immens schwierig. Das heißt also das Um und Auf, und so verstehe ich meine Arbeit, warum ich hier so viel in dieser Hinsicht aufkläre. Das Um und Auf ist die Frage, wie sehr hat jemand in seinem eigenen Inneren geklärt, aufgeräumt. Jetzt war ja gerade der Rauchfangkehrer da, das passt doch sehr gut. Und ja, das kann nur derjenige beurteilen. Jeder ist da nur Herr seines eigenen Königreichs. Das heißt also, wenn jemand anderer kommt und sagt, oh, du hast ja überhaupt nicht, du hast ja deinen Schatten und du hast ja gar nichts geklärt oder sonst irgendwas. Ja, so funktioniert es nicht. Das ist jetzt Aufgabe eines jeden Einzelnen, inwieweit er das tut oder nicht. Und ja, wenn er es überhaupt nicht tut, dann wird er sich an die Aspekte oder er wird sich da anklammern an das, was ich in unserer letzten Dreiergespräch geschildert habe, als das, was gerade bergab geht, was gerade dem Abgrund zudonnert. Das heißt also, ja, das ist dem seine Wahl dann. Manche werden noch abspringen aus diesem Zug. Vielleicht kann man es als einen Zug sehen. Das Bild habe ich auch in Erinnerung von einigen Filmen, ne? Dass du ein Zug, der quasi auf Autopilot so programmiert ist, dass er über die Klippe knallt oder gegen die Wand donnert. Wie lange bleibst du da noch drin und wann sagst du so, das ist nicht mein Zug, das ist nicht meine Bestimmung, it's not my destiny, es ist nicht meine Bestimmung, ich springe ab.
Ich halte nicht mehr daran fest. Also ich in diesen Tagen würde ich sagen, es ist gefährlich, an diesen scheinbar so sicheren Entitäten festzuhalten, die uns scheinbar Sicherheit geben. Ne? Diese ganzen, ob das das satanische Geldsystem ist oder etwas anderes, was uns scheinbar Sicherheit gibt, ne? Wo wir glauben, da sind wir sicher. Und da würde ich ja sehr genau aussortieren. Ne? Was gehört zu dir? Was gehört zu dir? So, ich hoffe, ich konnte irgendeine Art von Klärung bringen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch alles Liebe. Tschüss.